Namaste, Namaste. Guten, nicht allzu frühen Morgen heute. Ja, ich gebe es zu, ich musste ein bisschen schlafen, ein bisschen länger schlafen, weil es war wieder mal ein strenges Wochenende, auch ein sehr interessantes und schönes. Gestern hatten wir noch einen Auftritt am Lachfestival in Wohlen, im Casino in Wohlen mit 5 anderen Kollegen. Ich komme darauf zurück und ja, man ist nicht so lange im Einsatz, aber man steht sehr viele Stunden herum mit den ganzen Soundchecks und den Wegen und am Schluss die Choreo, wenn wieder alle auf die Bühne müssen. Also es wurde auch etwas später gestern und heute ist ja wieder Großkampftag bei uns in der Praxis und darum etwas später. Wir werden heute auch noch etwas auf Rumble hochschalten, aber wahrscheinlich erst im Laufe des Nachmittags oder gegen Abend, weil es gibt wieder medizinische Hinweise, die nicht nur gut sind. So viel darf ich auf dieser Plattform sagen. Es war auch ein Wochenende des großen Abschieds, zwar von Thomas Gottschalk. Seine Sendung Wetten, dass wurde am Samstag nochmals ausgestrahlt, ein letztes, wie man diesmal wirklich sagt, ein allerletztes Mal. Ich hoffe, dass das mit Benissimo in diesem Jahr auch spätestens ein allerletztes Mal ist, auch wenn es schon fast ein bisschen eine Majestätsbeleidigung wäre, Thomas Gottschalk mit Benny Thurnherr zu vergleichen. Ja, ich habe es nicht gesehen, leider, vielleicht gucke ich es noch nach. Ich war bei Marco Rima in der Show, auch in einem Casino, im Casino in Basel. Und ich finde heute im Blick Folgendes. Und Flavia Schlittler, die Royal and People Expertin, also das gibt es jetzt heute, Royal and People Experten, schreibt Folgendes: Thomas Gottschalk rechnet bei seiner allerletzten Wetten, dass Show, da hat ja Stanz eine spektakuläre Wette gewonnen, so nebenbei, mit der TV-Branche ab. Roger Schawinski, Stefan Büsser, Victor Jacobo und Mike Müller ordnen den Gottschalk-Klartext ein. Genau auf das haben wir doch sehnlichst und sehnsüchtig gewartet, dass diese wertvollen Menschen, insbesondere Stefan Büsser, Victor Jacobo und an allererster Stelle der Bestatter Mike Müller, das auch noch einordnen müssen, weil sonst, ich weiß nicht, wie ich den heutigen Tag über die Runden gebracht hätte. Flavia Schlittler schreibt, jetzt ist Schluss, TV-Ikone Thomas Gottschalk, 73-jährig, hat am Samstagabend seine allerletzte Wetten, dass Show moderiert. Doch seine letzten Worte vom vor 12,13 Millionen Zuschauern, Marktanteil 45,3%, das sagt eigentlich schon vieles, waren auch ein Seitenhieb gegen seine jungen, prominenten Gäste, die er nicht mehr kenne. Ja, wie prominent waren sie dann? Es ist problematisch, sagt er, wenn man mit mir Gäste erklären muss, die bei mir auf der Bank sitzen. Und es ist doch Blödsinn, wenn ich frage, wo bleiben Sophia Loren und Rod Stewart? Und die sagen, die können beide nicht mehr laufen. Zitat Ende. Und Gottschalk wetterte auch gegen die Fernsehlandschaft. Zitat, bevor hier ein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm herumgelappert oder hergelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr, sagte der beliebte Moderator. Er habe im Fernsehen immer gesagt, was er auch zu Hause gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders als im Fernsehen und das ist doch auch keine tolle Entwicklung. Die Schweizer TV-Stars Roger Schawinski, Stefan Büsser, Mike Müller und Victor Jacobo, es ist ja immer ein dehnbarer Begriff, wer jetzt ein Star ist, schätzen Gottschalks Abrechnung gegenüber Blick ein. Medienpionier Schawinski. Von August 11 bis März 20 moderierte er auf SRF die nach ihm benannte Talksendung Schawinski. Er sagte zu Gottschalks TV-Abrechnung, Tommy liegt richtig, in der heutigen Cancel Culture muss er als alter weißer Mann höllisch aufpassen, dass er mit einem lockeren Spruch nicht in irgendein Fettnäpfchen tritt und dafür abgewatscht wird.
Bei mir war es sogar noch extremer. Ich erlebte nach einer TV-Sendung einen Shitstorm, nachdem man mir einen erfundenen Satz untergeschoben hatte, den ich nachweislich nie gesagt hatte. Nun, ich denke, Gottschalk würde sich abwatschen lassen. Das ist ihm jetzt sowas von egal. Aber eine Meinungsäußerung, die doch so stehen gelassen werden kann, finde ich. Man spürt von Roger Schawinski auch einen Respekt vor dem wirklich Schaffen von Thomas Gottschalk. Ich gebe es zu, für mich war er der Moderator, der hat noch Hans-Georg Kuhlenkampf, EWG, die nicht mehr wirklich ganz Jungen erinnern sich noch daran, er war ein Dompteur Kuhlenkampf, der hat Sprüche gemacht, da würdest du heute ins Gefängnis gehen. Aber er hatte so ein bisschen den Charme eines kanadischen Holzfällers. Gottschalk hatte eben noch die Eloquenz und auch den Charme, den es eben braucht. Und ich, ja, das ist meine Meinung, Michelle Hunziker hätte es eigentlich nicht unbedingt gebraucht. Sie hat die Sendezeit immer verlängert, weil sie natürlich auch sehr gern und viel redet. Comedian Stefan Büsser, er sagt, also er moderiert auf SRF ab 2024 seine eigene Show. Ja, ein weiterer Grund, nicht Fernsehen zu gucken. Die heißt Late Night Switzerland. Ich finde es immer toll, wenn ein einziger 38-Jähriger, der ja sein Schaffen ist überblickbar, dann das Ganze noch Switzerland nennt. Oder man darf ja Swissness kaum mehr verwenden, aber das geht dann unter Seraphe Gebühren. Zum Fall Gottschalk sagte, Zitat, die Gesellschaft ist spürbar sensibler geworden, da hat Gottschalk recht, wir sind aber weit weg von Sprechverboten. Wir sind als Moderatoren und Comedians lediglich angehalten, unsere Texte und Kritik noch besser zu formulieren. Die Moderationsära Gottschalk hat gestern einen würdigen Abschluss erhalten. Jetzt ist es Zeit für neue Gesichter und Ideen. Also hört euch das einfach an, das ist alles abgerundet, das ist stromlinienförmig, das ist aalglatt, das ist das, was ein Comedian, eben kein Kabarettist, mit 38 sich noch getraut zu sagen oder eben nicht getraut zu sagen. Aber diese Anpassung wird belohnt. Er hat jetzt seine eigene Show, sogar genannt noch nach unserem Vater- und Mutterland. Ihr seht, ich bin auch korrekt, Switzerland. Ich komme noch auf dieses Abgerundete zu sprechen. Jetzt kommen meine besten Freunde, Bestatterstar und Autor Mike Müller, der Mann, der nach dem Längenwachstum sofort ins Tiefenwachstum ging, sich natürlich als Body-Positiv bezeichnet und man merkt, dass der Körperfettanteil sich auch oberhalb des Kehlkopfs sein Revier sucht von dem, was da aus seinem wenig berufenen Munde kommt. Mike Müller, 60, moderierte mit Jacobo von 2008 bis 2016 das Late-Night-Format Jacobo Müller. Auf die Frage, ob er Gottschalks Aussage nachvollziehen kann und dies in der Schweiz auch so erlebt, sagt Müller, Zitat, Gottschalk reiht sich da ein in die lange Schlange der permanent Betupften, die ständig öffentlich sagen dürfen, dass sie nichts mehr sagen dürfen. Es ist nicht so, dass ich das anders erlebe, allein deshalb, weil ich schon lange nicht mehr beim Fernsehen arbeite, Gott sei Dank. Aber ich lasse mich nicht auf das Altmännergeheule im Stile von Gottschalk ein. Zitat Ende. Das ist der Neid des absolut Besitzlosen, außer des erhöhten Körperfettanteils. Es ist unwürdig, aber was haben wir von Mike Müller sonst zu erwarten? Gar nichts, er soll sich doch irgendwo in Olten verkrümeln. Satiriker Victor Jacobo, da muss ich sagen, Victors Spätprogramm, das habe ich geliebt. Das war Satire pur mit unvergleichbaren Figuren von Debbie Mötteli bis Freddy Hinz und was weiß ich. Chapeau, großartig. In dem Moment, wo er mit dem Bodypositiven zusammengekommen ist, da war es für mich vorbei. Trotzdem, er sagt zu Thomas Gottschalks TV-Abrechnung, Zitat, ein weinerlicher, privilegierter Boomer, der nicht versteht, dass sich die Welt verändert, interessiert mich nicht. Ja, Zitat Ende, das ist eben auch
der Neid des bald Besitzlosen. Und ja, lieber Thomas Gottschalk, vielen Dank von dieser kleinen, unbedeutenden Seite, von diesem Spartensender aus. Danke für viele, viele Stunden der charmanten, der großartigen, der improvisierten, der sich dem Drehbuch nicht bedingungslos anpassenden Moderationen. Finde einen wunderschönen letzten Lebensabschnitt, der noch viele Jahre dauern möge. Und lass dich von diesen ja, speziellen Menschen, die da an dir herumnörgeln, nicht genau diesen Lebensabschnitt vermiesen. Nun, was haben wir gestern erlebt? Wir waren 6, die aufgetreten sind. Es war aus der Top-Liga war Rolf Schmid und Michel Gammenthaler, dann moderiert von Conny Sutter. Ehemals Pfändler und Sutter, sehr, sehr gut moderiert. Und dann war Marcel Dogor dort, besser bekannt als die Putzfrau Rockemoser, Anneliese Rockemoser. Und dann war dort Sascha Schnellmann, dann war dort Yves Keller, bekannt als der Keller und meine Wenigkeit. Also ihr seht, es waren 4 mit Ü60 und 2 deutlich Ü60. U50 oder vielleicht auch sogar unter 40. Und ja, man kann sagen, was man will. Die Jungen, die haben bei ihren Performances, ich habe alle gesehen, das war sehr gut organisiert von Klaus Scherer und seinem Managementteam. Man spürt förmlich bei den Jungen, dass man versucht, jedes Fettnäpfchen zu verhindern. Man hat den Eindruck, die schicken ihre Texte noch in eine juristisch abgewogte Abteilung rein, dass ja wirklich kein Shitstorm entsteht, dass ja keine bereits existierende oder vielleicht noch zu produzierende Minderheit irgendwo irgendein Empörungsbedürfnis äußern könnte. Es ist dann lustig auf eine sehr persilmäßig, reingewaschene Art und Weise. Und man spürt das förmlich dann auch im Publikum, dass eben er im Alter war von den anderen 4, also von uns 4 Dinosauriern. Der Funke springt dann einfach viel schlechter rüber, oder? Und das ist eben die Entwicklung was man einst mal als die Bretter, die die Welt bedeuteten, dass man einst als haut den Bossen auf die Flossen, dass man einst als kritisches Kabarett bezeichnen durfte. Und schade, dass dieser Persilschein offenbar jetzt der International Passport to Success ist, also die Eintrittspforte, dass man eben wie bei Büsser dann eine eigene Show bekommt, dass man ja nie in seiner Werdegang nie irgendwo angeeckt hat. Und meine Meinung ist, es gab ja für die 4. Instanz, das waren die Medien, und es gab noch eine 5. Instanz, das waren die Kabarettisten, das war zum Beispiel die Scheibenwischer von Dieter Hildebrand, oder? Volker Pispers, oder völlig egal, aus welcher politischen Richtung, dass sie kamen. Hildebrand war alles, Volker Pispers war eine linke Ratte, aber eine linke Ratte, die man zu Hause im Wohnzimmer gehalten hätte, weil er war so, ja, brillant einfach, großartig, hat kein Blatt vor den Mund genommen. Und diese Zeiten, das sagt natürlich Gottschalk richtig, die sind passé. Und das war die 5. Instanz, waren die Kabarettisten, die guten Büttenredner, die früheren Schnitzelbänke in Basel, die kannst du ja nicht mehr anhören. Das ist ja alles so rein, super, abgerundet, abgeschmeckt, das ja, das Komitee, das übergeordnete Orwellsche Ministerium in der Basler Fasnacht ja nirgends eingreifen kann, und damit dann die auch noch die Gelder vom Komitee, die Unterstützungsgelder, die natürlich ich jedem gönne von Herzen, dass die auch nicht gefährdet sind. Und ja, Jean-Marc und ich sind ein bisschen mit speziellen Gefühlen dann von Wohlen nach Hause gefahren, und ich bin jetzt ja daran, ein neues Programm zu schreiben für das nächste Jahr, und
Ja, man fragt sich da, was geht noch, wie viele Anwälte muss ich beschäftigen, wo sind Grenzüberschreitungen da, und ihr spürt schon, das stinkt mir. Also es ist so, ja, ich werde weiterhin Grenzüberschreitungen machen und ich werde mir das Reden nicht verbieten lassen. Und wenn ich dann vielleicht mal nur noch in Kanalisationsgewölben auftreten kann, auch wer schon mal einen Kanalisationsgang gemacht hat in einer Großstadt, weiß, dass das auch ein morbider Charme ist. Auch dort könnte man mit Fackeln an den Wänden noch einen guten Kabarettabend inszenieren. Aber das soll es gewesen sein mit dem ganz diskreten Product Placement, das wir ja am 3. im 3. Dezember in Ochsen im Rapperswil bei Bern, die erste Retrospektive, der kabarettistische Rückblick 2023, spielen werden. Dann am 9. Dezember abends in der Conservi den 2. und am 10. Dezember morgens oder mittags um 13 Uhr in der Hofmatt in Münchenstein die letzte Retrospektive. Im Ochsen in Rapperswil ist es auch um 13 Uhr. Vorher gibt es allerdings einen Brunch, optional um 11 Uhr in der Conservi um 18 Uhr. Ein schönes, lukullisches Mahl. Würde mich freuen, wenn da noch einige sich anmelden würden. info@männerpraxis.ch. Man weiß ja nie, wie lange es noch geht. Es sind nicht meine ersten Auftritte, aber man weiß nie, wenn es der letzte ist. Vor allem, wenn dann irgendwie Jacobo und Müller in einem Jury, in einer Ethik-Jury oder was die alles dann noch erfinden könnten, sitzen würden. Ja, das soll es gewesen sein. Entschuldigt, dass wir heute nicht ganz früh auf Sendung sind. Jetzt wird es gleich hochgeladen und ich wünsche euch mit etwas Verspätung trotzdem einen guten Start in die letzte November, überschneidend erste Dezemberwoche. Amandla, Avetu und nochmals Thomas Gottschalk, alles Gute und vielen Dank. Ich sage nur ein Wort, das dir gebührt: Respekt. Mein Name, mein kleiner Marco Caimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Saludos a todos in die spanische Wärme, Grüße an den Bodensee und man sieht sich.